Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Thema Leistungssteigerung Chiptuning. Ist mein Fahrzeug überhaupt für eine Leistungssteigerung geeignet und ist die überhaupt sinnvoll? Ein Fahrzeug ist gebaut nicht für die Ewigkeit. Daher gibt es bestimmte Komponenten, wenn die kaputt gehen, wird es relativ teuer. Oft weiß man nicht, in welchem Zustand ist mein Fahrzeug. Und wenn das Fahrzeug nicht im technisch guten Zustand ist und man dann eine Leistungssteigerung macht, dann fangen die Probleme erst an. Daher bieten wir euch eine Fernwartung an. Über die Fernwartung schicken wir euch ein Kabel. Mit diesem Kabel können wir euer Fahrzeug komplett prüfen. Wir prüfen die einzelnen Bauteile, die teure Reparaturen nach sich ziehen. Über diese Prüfungen werdet ihr genau informiert, wie ist der Zustand von meinen Injektoren, von meinem Partikelfilter, der AGR, des Automatikgetriebes. Wir schauen, klemmt der AGR Bypass, habe ich eine Verrußung in der Ansaugbrücke oder sind meine Ansaugkanäle des Motors verkokt. Diese ganzen Sachen kann man prüfen und sehen, wie ist mein Zustand. Genauso haben wir auch die Möglichkeit, das Auto auf einen neuen Softwarestand zu bringen. Das heißt, es macht relativ wenig Sinn, eine Leistungssteigerung zu machen auf einer alten Software, die voller Fehler ist. Daher haben wir auch die Möglichkeit, zum Beispiel das Motorsteuergerät auf den aktuellsten Softwarestand zu bringen und dann könnt ihr die Leistungssteigerung machen, wo ihr die möchtet. Natürlich können wir auch euch über die Fernwartung eine Leistungssteigerung anbieten, aber das ist kein Muss. Das ist euch im Endeffekt überlassen. Deswegen, wir fangen erstmal an, das Fahrzeug zu prüfen, zu gucken, was kann man überhaupt sehen und welche Möglichkeiten zum Testen gibt es. Der Partikelfilter eines Dieselfahrzeugs ist ein sehr, sehr wichtiges Bauteil und kann auch sehr teuer werden. Der Partikelfilter selber kostet um die 2.500 Euro. Wenn man zu spät erkennt, dass er nicht regeneriert oder reinigt, kann auch als Folgeschaden ein Turbo kaputt gehen. Deswegen kann man mit einem BMW-Tester im Vorwege prüfen, in welchem Zustand ist mein Partikelfilter. Dieses Fahrzeug hat knapp 100.000 gelaufen und leider ist der Partikelfilter relativ voll. Man sieht hier bei verschiedenen Ist- und Soll-Wert vergleichen mit dem BMW-Tester kann man zum Beispiel sehen, der Partikelfilter sollte einen maximalen Wert im Leerlauf haben von 35. Wir haben hier 17, das heißt, wir haben hier eine Beladung von fast 50%. Hier sieht man die Beladung, wie es ausschaut bei 2000 Umdrehungen. 75 ist der Maximalwert und wir haben hier 56 und das nur bei 100.000 gelaufen. Wir haben keine Fehlermeldung, der Kunde weiß davon nichts. Deswegen durch solche Prüfungen kann man sehen, was Sache ist und präventiv was machen, bevor es teuer wird. Die Injektoren oder Einspritzdüsen spritzen den Kraftstoff in den Brennraum. Natürlich haben wir die Problematik mit dem heutigen Kraftstoff. Wir haben einen Biodieselanteil, deswegen halten leider die Injektoren nicht so lange, wenn man normalen Kraftstoff tankt. Würde man zum Beispiel Aral Ultimate oder Shell V-Power tanken, dann hätte man natürlich länger was für Injektoren. Nur die meisten Fahrzeuge sind Leasingrückläufer und da wird einfach das Billigste von den Billigen getankt. Wie auch bei diesem Fahrzeug. Wir haben 100.000 gelaufen und wir sehen zum Beispiel die Injektoren, die haben hier Werte von 1,1. Das ist nicht normal für so eine Laufleistung. Das heißt, man muss immer schauen, dass bevor es zu spät ist, man entsprechend handeln kann, denn so ein Injektor kostet pro Stück um die 550 Euro. Bei vielen Fahrzeugen kann man nicht mehr einen Injektor tauschen, denn BMW hat verschiedene Revisionen von Injektoren rausgebracht und die sind leider nicht miteinander kompatibel. Jeder Diesel hat drei Klappen. Das heißt, wir haben hier eine Ansaugbrücke und in der haben wir drei Klappen, die bewegen sich. Das Problem ist, durch die Abgase der AGR, irgendwann verrußen die drei Klappen und fangen an zu klemmen, so wie hier zum Beispiel. Bei den neuen Fahrzeugen werden die drei Klappen elektronisch angesteuert. Bei dem alten Fahrzeug hatten wir so ein Unterdruckventil. Daher hatten alte Fahrzeuge wie E60, E90, E39, für die war das egal, ob die drei Klappen klemmen oder nicht. Bei den neuen Fahrzeugen merkt das Fahrzeug sofort, ob die klemmen oder nicht. Und wenn die klemmen, dann wird die Regeneration des Partikelfilters unterbrochen. Und ihr bekommt davon leider nichts mit. Man kann mit dem BMW-Tester prüfen, in welchem Zustand sind die drei Klappen, klemmen die oder klemmen die nicht. Wir haben hier eine Sollkurve und eine Istkurve. Ihr seht, rot ist die Sollkurve, blau ist die Istkurve. Und ihr seht, die drei Klappen in dem Fall klemmen nicht. Die Kurven liegen übereinander. Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht und weist darauf hin, dass die Ansaugbrücke entsprechend sauber ist. Nach der Ansaugbrücke haben wir den Motorblock, da wo die Ventile sich befinden. So sehen zum Beispiel die Ventile aus oder ihr habt hier auch ein Bild. Die Abgase, die durch die AGR in den Motor eingeführt werden, bleiben nicht bei den drei Klappen hängen, sondern beziehungsweise nicht nur da hängen, sondern auch im Motorblock selber. Daher prüfen wir jetzt die Versottung. Wir haben Volumen in verschiedenen Drehzahlen, die hat das System
gespeichert und wir prüfen mit den Werten, die das Fahrzeug hat. Daher haben wir Ist- und Soll-Werte und können sehen, in welchem Zustand ist die Versottung bei diesem Fahrzeug. Das Auto wird verschiedene Drehzahl angefahren und die Werte werden entsprechend halt uns gezeigt, wie ist der Sachverhalt bei verschiedenen Drehzahlen im Vergleich zu den Sollwerten, die man haben sollte oder was halt schlimmsten Fall sein kann. So, hier sieht man das. Das sind die Maximalwerte unterer und oberer Maximalwert und das sind die Werte in den verschiedenen Drehzahlen. Man sieht hier, im Fahrzeug hat 100.000 gelaufen und wir haben eine Versottung schon knapp bei 10. Was heißt das für uns? Das heißt, wir haben ein Volumen, wo Luft normalerweise reingehört. Aber das Volumen hat sich verkleinert. Das heißt, wir haben genauso viel Kraftstoff wie früher, aber wir haben jetzt auf einmal weniger Luftvolumen, was reinpasst, weil dort, wo es Luftvolumen sein sollte, haben wir Dreck. Dadurch haben wir eine zu fette Verbrennung. Als Folge haben wir natürlich mehr Ruß und was den Partikelfilter natürlich zusetzt. Bei einer Leistungssteigerung kommt es auch darauf an, wer die Leistungssteigerung macht. Denn es gibt sehr, sehr viele Kennfälle und man kann die Leistung auf verschiedene Arten und Weisen erreichen. Wenn zum Beispiel ein Fahrzeug 30 Kennfälle hat, die man verändern kann, kann man entsprechend auch die gleiche Leistung erreichen, wenn man nur 10 Kennfelder halt aber entsprechend mehr erhöht. Aber fürs Fahrzeug ist das nicht sinnvoll. Daher arbeiten wir so, dass wir die Datensätze ankaufen. Es gibt für jeden Motor, für jedes Fahrzeug, für jede Art gibt es einen Spezialisten. Das heißt, jeder spezialisiert sich auf einen bestimmten Bereich. Natürlich machen die Spezialisten auch alle Fahrzeuge durch die Bank weg und alle Motoren. Nur vielleicht nicht so optimal wie jemand anders, der sich auf irgendwas spezialisiert hat. Daher kaufen wir alle Datensätze, die wir verwenden, an, um euch einfach das beste Ergebnis zu liefern. Denn wir bezahlen dasselbe für jeden Datensatz entsprechend. Daher macht es für uns natürlich Sinn, für unser Geld das beste Produkt zu bekommen. Daher haben wir entsprechend den Vergleich über die Jahre, wo wir welche Daten gekauft haben und wo welche Veränderungen gemacht wurden. Über das Kabel, was ihr von uns zugeschickt bekommt, habt ihr auch natürlich die Möglichkeit, in Zukunft Updates durchzuführen. Wenn ihr mit dem Fahrzeug Probleme habt, können wir über das Kabel eine Diagnose machen, eine Fehlersuche, gucken, was da los ist. Ihr müsst nicht mehr zu BMW fahren, sondern wir können das mit unseren Erfahrungen euch entsprechend halt alles prüfen und nachschauen. Genauso kann man auch in die Lebensdauer des Motors investieren und zum Beispiel die AGR modifizieren. Das heißt, dass wir mehr Frischluft in den Motor reinbekommen und weniger Abgase. Diese ganzen Modifikationen und auch viele verschiedene Kodierungen kann man über die Fernwartung machen, damit auch sehr, sehr viele, die nicht zu uns kommen können, auch von unserer Erfahrung und unseren Dienstleistungen profitieren können. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.